herzlich willkommen bei Bonsai Niedern Hall. Heute kümmern wir uns mal um eine gemeine Eibe, die ist ca. 4 Jahre alt, Taxus baccata. Und heute wollen wir bei ihr mal die Äste ein bisschen zurückschneiden, die neuen Triebe, ein bisschen in Form bringen, dann am Stamm noch ein bisschen was drahten. Und zum guten Schluss noch die Substratoberfläche ein bisschen reinigen, ein bisschen Akazama aufbringen. Und ja, lasst uns anfangen. Ich hole euch ein bisschen näher ran und dann geht's los. So, wie gesagt, wir fangen erstmal an mit dem Schneiden der Äste. Und zwar die ganzen Wildtriebe hier unten. Brauchen wir alle nicht. Wobei das immer gut ist, wenn das Bäume sind, wo am Stamm selber austreiben. Weil wenn man dann mal einen Ast verhunzt, sage ich mal, dann hat man immer noch die Chance, dass da einer nachkommt, den man dann ranziehen kann. Also so schlecht ist es eigentlich gar nicht, aber die kleinen am Stamm hier brauchen wir eigentlich nicht. Gut, dann fangen wir mal an. Hier links, ich nehme die einfach mal zurück auf 1 cm circa. Einfach um die Feinverzweigung ein bisschen anzuregen. Ich hoffe, ihr versteht mich noch gut. Es ist ein bisschen viel los heute hier. Aber ist halt Samstag. Samstag ist für die Leute, die hier unter der Woche arbeiten müssen, dann zu Hause einiges zu tun. Was weg. Dann lassen wir den Neutrieb ein bisschen stehen. Der wächst hier rüber, den nehmen wir komplett weg. Der wächst hier rüber, den nehmen wir hier weg. In der Hoffnung, er verzweigt sich nochmal. So, der wächst ein bisschen krumm, kommt auch weg. Ich will einfach, dass er hier ein bisschen mehr Verzweigung reinkriegt. Das wächst nach unten, kommt auch weg. Ja, wir nehmen den weg hier. Gut, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt wollen wir noch den Stamm bzw. die Äste ein bisschen braten. Das bereite ich mal alles vor. Und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, jetzt habe ich den mal soweit vorbereitet. Es geht eigentlich um die zwei Äste hier. Die möchte ich einfach ein bisschen nach unten holen. Da habe ich hier mal einen Draht schon vorbereitet. Hier hinten ansetzen,
um den Ast rum, nicht zu große Abstände. Hier zwischendurch, ja, immer aufpassen, damit man hier nicht so die Äste und so verletzt. Hier noch. Immer der Draht ein bisschen zu lang, aber ich sage mir immer lieber zu lang als zu kurz. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Da oben ein bisschen zu viel in der Krone. So, ich denke, so sieht es schon mal ganz gut aus. Ich habe jetzt einfach die zwei Zweige mal ein bisschen waagerechter ausgerichtet und schauen wir mal, dass wir hier noch einen schönen aufbauen können. Hier noch und hier die Krone langsam entwickeln. Aber das hat ein bisschen Zeit. Der ist noch ziemlich jung mit seinen 4 Jahren. Gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier noch die Oberfläche ein bisschen sauber, trage dann noch ein bisschen Akadama auf und wenn das alles soweit fertig ist, dann hole ich euch wieder dazu. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal in der Rundumansicht an und dann denke ich, sieht es ganz gut aus. Also bis gleich. So, jetzt haben wir die Oberfläche mal gereinigt, haben eine dünne Schicht Akadama aufgetragen und haben ihn gedrahtet, haben ihn geschnitten und das soll es für heute auch gewesen sein. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Die Äste ein bisschen waagerecht gestellt, aber das ist noch ziemlich jung, da kann noch viel passieren. Und deshalb soll es das für heute gewesen sein. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn nein, Daumen nach unten mit Kommentar. Wenn ihr die nächsten Filme nicht verpassen wollt, Abo klicken, die Glocke anmachen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, kümmert euch um eure Bäume. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Werner.